Hallo Leute und willkommen zurück bei meinem Let's Play von Tomb Raider The Angel of Darkness. Hier in den Hallen der Jahreszeiten sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Hier kann es jetzt weitergehen. Wir treten auf eine der Türen und es öffnen sich drei Türen. Wir müssen jetzt gucken. Ich glaube, die da ist es. Oh, hi. Was habe ich denn da gedrückt? Wind. Das müsste der richtige sein. Ich speichere mal. Könnte sein. Ja, war richtig. Odem des Halles. In Ordnung. Moment. Das machen wir nochmal. Was soll denn das? Da denke ich, muss das Spiel noch patchen. Wehe. Danke. Spiel, ich hab dich lieb. So. So. Jetzt machen wir. Heben wir erstmal die Munition auf, die wir eigentlich gar nicht mehr benötigen. Und Lara wird. Wird sie gar nicht stärker? Dann wird sie eben nicht stärker. Ich habe so eine Erinnerung, dass sie stärker wird. So. Wir müssen jetzt auf diese Balken springen. Wieso kann ich nicht schnell laden? Ich kann nicht schnell laden, okay. Auf diese Balken springen. Jetzt kann ich noch laden. Oh Mann. Das war jetzt der Wind. F5. Das war der Wind. Ich muss warten, bis ein Stück Licht herkommt. Oh Mann. Das war zu kurz. Was soll denn das? Er dreht sich immer weg. Dann gehen wir erstmal auf den. Dann springen wir natürlich zu weit. Oh. Ich speichere mal extra. Sandegger Friedhof können wir überschreiben. Und nein, mein PC ist nicht von 2003.
Das ist zu kurz. Auch egal. Jawohl. Speichern. Zurück dürfte es nämlich einfacher werden. Wir nehmen den Stein. Den ersten von den vier. Und da geht jetzt wieder alles auf. Und wir können jetzt hier raus. Ohne Wind. Wie ich finde, was das Ganze schon viel einfacher macht. Halt dich fest. Sehr schön. Da hat sie keine Chance mehr gehabt. Hä? So. Und rüber. Okay, speichern. Und raus hier. Das war eine mit der einfacheren. Eigentlich sind das vier Level jeweils mit Sprung. Mit Sprungakten. Oder Wasserakten, wie auch immer. So, wir haben gleich mal den ersten gewählt. So. Jetzt nehmen wir Sonne. Sonne, wo ist denn Sonne? Da ist Sonne. Abspeichern wieder. Weiß ja nie, ob es wieder verbuggt ist. Ja, es sind sozusagen vier Mini-Level in einem großen. Und ja, natürlich nicht so schön. Ich liebe sowas ja auch. So. Zuflucht des Feuers. Danke, es ist nicht verbuggt. So, wir müssen jetzt einfach erstmal warten, bis so eine Feuerwelle kommt. Moment, gleich müsste sie kommen. Da kommt sie. Gut. Wow. Ja. Der ganze Raum dreht frei. Egal. Was macht sie denn? Jetzt ist der Raum verbuggt. Der Raum ist immer noch verbuggt. Danke. Ah. Wenn es mit den Bugs gleich so weitergeht, dann hole ich mir echt noch einen Patch. Ich hab gedacht, ey, komm, wird schon passen. So, kann weitergehen, ich wurde kurz unterbrochen. Weiter kann's gehen. Nein, oh Lara. Entweder sie macht einen kurzen Sprung und der ist zu kurz, oder sie macht einen Sprung, der drüber geht. Deswegen, du weißt, du kannst diese Sprungkraft nie einschätzen. Au! Okay. Kann sie nicht jetzt schon sprinten? Och man. Ja, ich hoffe, es ist nicht allzu verbuggt, warum es ausgerechnet jetzt so auch verbuggt ist, weil so war es eigentlich nie.
Eigentlich hatte ich immer relativ wenig Bugs. Ich hatte eigentlich immer viel Glück, was dies anging. Toll gemacht. Okay. Kein Problem, Lara. Habe ich keine Sorgen mit. Ja, spring euch nicht ab. Oh Mann. Spring euch nicht ab, Lara. Vergessen wir es. Fange ich jetzt echt an zu fehlen? Oder ist es einfach nur ein Bug? Nein! Nein, Lara! Scheiße, das war jetzt mein Fehler. Oh. Ich wollte eigentlich nicht einen Körmann, ich wollte einen kurzen Sprung machen. Ja, natürlich! Hört mir auf! Sie. Jetzt wackelt der ganze Raum. Mann! Spring da doch auf! Jetzt spring da rauf! Ich werde hier gleich zum Tier. So, einmal mache ich es noch. Danke! Meine Güte, musst du hier immer erst zum Tier werden, bevor Lara mal das macht, was sie soll. Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt! Jetzt! Jetzt, wo du sie gebraucht hättest, kommen sie! Natürlich! Ihr wollt mich doch verarschen. In dem Moment, wo du sie gebraucht hättest, kommen sie! Natürlich! Ja! Natürlich! Sie fällt mit der Gentaste ins Wasser. In die Lava, ist klar. Moment. Ich brauche mal ganz schnell Gesundheit. Bandagen. Okay. Gut. Los, rauf da. Danke. Ja. Und jetzt raus hier aus diesem Saftladen. Wow. Alles gut, wir haben es geschafft. Jetzt sei bitte nicht verbuggt, Traum. Danke. Okay, damit haben wir schon den zweiten. Richtig? Was sammeln wir da eigentlich die ganze Zeit? Feuerkristall, Luftkristall, drei Gasmasken. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Egal. Sei nicht verbuggt, Raum.
Okay. Wir haben die drei Gasmasken. Das heißt, wir müssen später keine sammeln. So, wir haben Luft, wir haben Dings. Was kommt jetzt noch? Erde. Wasser machen wir zum Schluss. Dann kommt jetzt nämlich ein Teil, den ich nicht mag. Wir machen weiter. Zorn der Bestie. Tut mir gefallen, sei nicht verbuggt. Achso. Ja. Einfach mal irgendwo hinspringen. Okay. Jetzt gucken wir es halt uns nochmal an. Mach's einfach, Lara. Mach einfach. Ja! Wartet mal. Nein. Ja, ist okay. Aha. Ich wollte eigentlich speichern. Aber ist okay, Lara. Jetzt ist wegen dir auch noch der Raum verbuggt. Ihr müsstet mich jetzt mal sehen hier. Zorn der Bestie. Jawohl, dankeschön. Kann man die Katze hier abbrechen? Ja, kann man. Wow. Ich hab gespeichert. Toll gemacht. Okay, also unter mir würde es weitergehen. Oh Mann, ey. Da wäre schon so viel Fail alleine, was ich da rausschneiden müsste. Speichern. Ich habe ja noch einen Soundpack. Jetzt hatte ich immer noch einen Soundpack. Ich hoffe, der... Ja, mach weiter, Lara. Wir müssen jetzt nämlich... Nee, das müssen wir nicht. Wir müssen jetzt mit der Säule mit und dann da rüberspringen. Ich glaube, hier sind wir erstmal sicher.
Vergesst es. Sei verbuggt. Sei verbuggt. Ey. Lara, nimm bloß die Gentaste raus. Okay, merken. Gentaste raus. Wow. Lara, hoch da. Ich glaube, hier sind wir erstmal sicher. Ach. So. Jetzt haben wir schon mal den ersten Teil des Raumes geschafft. So. Diesen Teil haben wir schon mal geschafft. Oh Gott. Heck ist es. Vergiss es. Oh, wie komme ich denn da rüber? Bom. Bombs. Oh, wie komme ich denn da rüber jetzt? Halt dich ruhig nicht fest. Sei verpackt. Vergiss es. Oh, Lara. Das Ding über dir bricht gleich, unter dir bricht auch gleich zusammen. Also, ja. Lara. Meine Güte. So. Jetzt haben wir hier nämlich wieder Boden. So. Einfach mal speichern. Lara, hör auf mit dem Scheiß. So. Oh toll, Lara. Mann, renn. Nimm die Knarre raus. Betätige doch einfach den Hebel, Mädchen. Diese Frau! Lass mich doch ins Inventar. Ja, komm. Renn! Sei bitte nicht verbuggt. Danke. Und jetzt noch Wasser. Ja, ich denke, ich werde das cutten müssen, weil ich denke, ich werde schon über eine Stunde schon wieder aufnehmen oder über eine halbe. Jetzt machen wir noch Wasser. Wasser ist gar nicht ganz cool. Sonne, Erde, Wasser, da ist Wasser.
Ich speichere aber, ich glaube, der ist es. Ja. Genau. So, jetzt sein Atom gefallen, sei nicht verbuggt. Halle des Neptun. Nein. Tätigen jetzt hier noch den Hebel. Ich nehme schon wieder mit 40 FPS auf, wo ich nur 30 eingestellt habe. Und hier geht ein Raum auf. Auch wieder rauf, Lara. Speichern. Bam. So. So, wir speichern. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo jetzt dieses Tor war. Da war das. Zack. Betätigen wir den Hebel. Und es wird noch mehr Wasser eingelassen, sodass wir jetzt an die Tore ran können. So. Jetzt können wir in eins der Tore, ich weiß nicht, welches das richtige ist. Ich speichere einfach mal. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das ist es. Ja, das ist es. Egal, was ihr jetzt macht, lasst das Medipack einfach liegen. Tankt ein wenig Gesundheit. Einmal Heilpillen. Na komm, nochmal. Och Gott, noch einmal Schoko. So. Und speichert vor allem jetzt. Speichert nochmal. Speichert jetzt nochmal. Ich glaube, das war der falsche Weg, oder? Oh Gott. So. Noch eins. Oh Gott, das überlebe ich nicht. Oh Gott. La. Egal, egal, egal. Luft. Oh, speichern. Wir müssen jetzt runter. Den Kristall nehmen. Noch hier hintauchen. Den Hebel betätigen. So, scheiß auf die Cutscene. Und hoch. Perfekt. So, ich weiß jetzt nicht mehr unbedingt, wo das war. Aber ich glaube, das war hier nicht. Gut, abtauchen. Wir haben den letzten Schweinekristall. Deswegen geht's jetzt hier auch raus. Schnauze.
So. Tu mir gefallen, sei nicht verbuggt. Sei nicht verbuggt, sei nicht verbuggt. Danke. So. So, Leute, ich mache eine Aufnahmepause, weil ich muss Mittag essen. Wir sehen uns in den Hallen der Jahreszeiten. Jetzt müssen wir nämlich gleich was machen, was man eigentlich nicht denkt, was man machen soll. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.